Worum geht's heute? Österreichische Toningenieure müssen bergfit sein, wie man hier sieht. Ja? Ich bin einer von denen und auch gern draußen unterwegs, heute beruflich nicht mehr so viel wie vielleicht früher, aber früher noch immer sehr viel. Dokumentation ist so mein Hauptgebiet gewesen. Da haben wir uns auch natürlich mit Helmut dann oder über den Jörg Wuttke damals noch mit Schöps kennengelernt. Danke übrigens auch nochmal sehr für die Einladung hier. Und ich bin auch, viele kennen mich vielleicht, mein zweites großes Gebiet ist die Lautheit. Also ich bin auch so ein österreichischer Lautheitskrieger. Das ist also mein Lieblingsrequisit im ORF gegen die ganzen Lautheitsprobleme. Seit letztem Jahr haben wir auch einen neuen Namen für unser Land. Ich komme aus Conchitastan. Ja. Also Conchita Wurst hat ja den Song Contest gewonnen. Und wir haben beim letztjährigen Song Contest in Wien zwei großartige Rekorde aufgestellt. Wir waren nämlich das erste Gastgeberland, das 0 Punkte erzielt hat. Ja. Im Vorjahr gewonnen, im nächsten Jahr 0 Punkte. Und wir sind zusammen mit Norwegen nun das Land mit den meisten Nullern. Ja, 4 Nuller haben wir schon. Also Österreich hat hier ganz interessante Records irgendwie aufzuweisen. Worum soll es heute gehen? Der Helmut hat mich um einen griffigen Titel gebeten und ich habe das irgendwie mit der österreichische Klangjäger betitelt. Ein Workout, also wir werden schon ein bisschen arbeiten müssen. Ihr merkt auch, ich habe hier eine Nicht-Fisch-Nicht-Fleisch-Lösung gefunden. Ich rede in Deutsch und die Slides sind in Englisch, sodass auch vielleicht Philippe ein bisschen was davon hat und andere, die nicht so gut Deutsch können. Aber keine Angst, meine Slides sind ohnehin mit sehr wenigen Worten, also das soll uns jetzt nicht wirklich stören. Und meine Reise inkludiert heute auch 3D-Audio, das ist ja irgendwie das große Schlagwort und überall redet man über Immersive Audio und Auro 3D und Dolby Atmos und Ambisonics jetzt auch wieder ein bisschen. Ja. Jörn ist auch da, ich halte ein bisschen das Fähnchen auch von Ambisonics in die Höhe. Also werden wir auch 3D hier ein bisschen inkludieren. Gleich zu Beginn möchte ich sagen, dass es wahrscheinlich die eine oder andere Überlappung mit dem geben wird, was der Helmut heute am Vormittag erzählt hat. Ich möchte es vielleicht eher unter dem sehr praktischen Aspekt beleuchten, ein paar Dinge. Eines, der schon 25 Jahre lang jetzt da draußen unterwegs ist und versucht, Töne aufzunehmen mit zunehmend mehr Mikrofonen. Die Reise geht also von Mono hin zu Surround Sound, das tolle Adapter-Kit fürs iPhone hier von Röde, sinnigerweise am 1. April vor ein paar Jahren vorgestellt, ja, finde ich besonders hübsch. Ja. Also ein paar Startpunkte, dass wir uns ein bisschen aufwärmen für unser Workout, ein paar grundsätzliche Parameter, die wir uns anschauen wollen für die Wiedergabe und Praktikabilität auch. Ja. Also wenn wir jetzt draußen irgendein Mikrofon-Rig für natürlich Stereo und Surround Sound uns ausdenken wollen, dann gibt es ein paar Kriterien für den einen oder anderen Bereich, der schon sehr wichtig ist, ob wir sowas draußen dann überhaupt verwenden können. Also Reproduktion, wir wollen Einhüllung haben, wir wollen Lokalisation haben, wir wollen gute Klangfarbe haben, wir wollen eine gute Basswiedergabe haben, Dekorrelation, das sind schon Dinge, die ganz gut zusammengehen, ja, ohne Dekorrelation werden wir dann Schwierigkeiten haben. Dekorrelierte Tiefen sind gut für den Einhüllungseintrag. Das hat schon der Herr David Griesinger von Lexikon nachgewiesen. Also das können wir schon einmal ganz gut abdecken. Können wir das so richtig gemeinsam super abdecken, ist die Frage. Der große Sweet Spot, ja, das ist wieder mit der Lokalisation. Je besser die Lokalisation, desto kleiner der Sweet Spot und so. Also es gibt auch hier einander widersprechende Eigenschaften. Und so wie überall im Leben müssen wir mehr oder weniger Kompromisse eingehen. Also es sind ein paar Wunschpunkte hier in der Reproduktion und wo wir halt mit unserem Rig schauen müssen, was ist uns wichtig, ja? Was ist uns für den jeweiligen Fall, für die Anwendung wichtig und wo können wir am ehesten Kompromisse eingehen. Jetzt rein praktikabel geht es natürlich darum, dass wir das Ding, das nicht schon blubbert, wenn man es nur anschaut. Ja? Also wir müssen es irgendwie handeln können. Es muss einen guten Windschutz haben. Da haben wir eh auch sehr viel schon gehört darüber. Wir brauchen auch ein relativ einfaches Setup. Plug and play und nicht plug and pray natürlich. Also wenn ich eine halbe Stunde brauche, um das alles zusammenzustoppeln, dann ist jeder Sound schon vorbei, den ich aufnehmen will. Also das muss auch sehr einfach gehen.
und ich muss es noch halbwegs einfach tragen können. Ja? Mein Kriterium war immer, ich muss alleine in der Lage sein, alles, was ich für die Aufnahme brauche, auf einen Berggipfel schleppen zu können. Jetzt als österreichischer Tonmeister muss man zwangsläufig ein bisschen fitter sein wegen der Berge. Ja? Also so 10 bis 15 Kilo ungefähr, das ist so mein Maximum, wo ich sage, okay, bis dorthin grad noch. Aber mit 15 Kilo wird es schon schwierig, wenn man ein bisschen klettern muss. Da muss eigentlich schon eher unter 10 Kilo sein. Und ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Und insofern mit jedem weiteren Lebensjahr sinkt das Obergewicht, das ich irgendwie in meinen Rucksack packen will, um irgendwo rauszugehen und Töne aufzunehmen. Gut, fangen wir an mit Mono. In Mono war die Welt sozusagen noch in Ordnung. Ja? Wie ist es da mit diesen Kriterien? Was kann da Mono gut abdecken und was nicht? Einhüllung nicht wirklich, ja? Außer ich stelle den Lautsprecher in die Kirche und begebe mich ins diffuse Schallfeld, aber das macht man ja nicht wirklich. Ja? Lokalisation natürlich super gut, ja? Eine Quelle, that's it, ich kann mich vollkommen frei bewegen, ich lokalisiere das immer dort, wo der eine Lautsprecher steht. Klangfarbe, ja, das hängt natürlich jetzt vom Lautsprecher ab, Dekorrelation natürlich nicht, ja, keine Frage, mit einem Lautsprecher. Großer Sweet Spot, ja, super großer Sweet Spot, ja. Kein Sweet Spot mehr oder weniger, überall ist es sweet. Also so, das wäre jetzt für den Fall natürlich, dass wir einen Lautsprecher haben, der omnidirektional ist. Sowas gibt es in mehrfacher physikalischer Ausformung, gibt es das, aber bei einem omnidirektionalen Lautsprecher spielt weder die Richtcharakteristik eine Rolle für die Lokalisation, noch gibt es irgendeinen Sweet Spot. Ja? Das kennen wir natürlich alles, das ist trivial. Alle Schallquellen mappen sich zum selben Lautsprecher. Und die Richtcharakteristik hat eben keinen Einfluss auf die Lokalisation. Wie schaut das sozusagen symbolisch aus? Es ist völlig egal, ob ich eine Kugel nehme oder ein Richtrohr nehme. Übrigens, jetzt habe ich endlich die Möglichkeit, öffentlich, wenn ist Chris Wolf hier in the room? Ah, no, he isn't. Diese schönen, wunderbaren Mikrofongrafiken sind nämlich alle von Chris, der ist zumindest draußen. Ja, dem kann ich ihm jetzt endlich einmal danken. Also völlig unabhängig von der Richtcharakteristik, alles kommt von derselben Stelle. Die Richtcharakteristik spielt natürlich eine Rolle für das Verhältnis von Direktschall zu Diffusschall, wenn ich mich innerhalb des Hallradius befinde, das ist klar, ja. Aber für die Lokalisation ist es unerheblich. Das wissen wir alle, in Zweikanal-Stereo schaut die Welt natürlich schon anders aus. Was können wir da abdecken und wie können wir es abdecken von unseren gewünschten, unter Umständen Reproduktionskriterien? Einhüllung? Naja, auch nicht wirklich, ja, wir haben ja doch nur eindimensionale Wiedergabe, ja, eine Linie, ja, also da geht es mit Einhüllung noch nicht wirklich. Lokalisation sind wir schon ganz gut, also nicht so gut wie bei einem Lautsprecher, weil wir ja einen Sweet Spot haben. Klangfarbe auch, ja, da haben wir zwar das Problem mit der Klangfarbenverfärbung der Phantommitte, ja, aufgrund der akustischen Kammfiltereffekte, wo es interessanterweise recht viel Literatur gibt in den letzten 10 Jahren, wie man die Verfärbung einer Phantomschallquelle vielleicht in den Griff bekommen könnte. Ja? Mit Cross-Cancellation und solchen Dingen. Ja? Ich habe erst unlängst wieder ein höchst interessantes Paper dazu gelesen, was man da eigentlich machen kann, um diese berühmte 2-Kilohertz-Senke, die bei einer Phantomschallquelle sehr ausgeprägt ist, zu füllen. Ja? Das geht sogar. Es ist ganz interessant, was es da gibt. Ja? Also Timbre wird dann erst mit 3 Frontkanälen dann so richtig gut, aber bei 2 geht es schon halbwegs. Das hängt natürlich jetzt wieder von den Lautsprechern ab und von der Aufnahme, von den Mikrofonen. Dekorrelierte Schallquellen können wir natürlich jetzt mit 2 Lautsprechern verwenden. Sweet Spot, großer Sweet Spot, naja, hängt sehr vom Wiedergaberaum und von den Lautsprechern natürlich ab, wie breit, wie eng sie abstrahlen etc. Also das kann man jetzt natürlich nicht nur mit Hilfe des Mikrofonarrangements steuern. Die Schallquellen werden jetzt zwischen die 2 Lautsprecher gemappt, wie man es auf Englisch so schön sagt. Und die Richtcharakteristik spielt natürlich eine Rolle für die Lokalisation. Das kennen wir auch alles. Wir haben eben den berühmten Abbildungsbereich zwischen den Lautsprechern. Und wir haben natürlich einen Sweet Spot. Wobei, ich finde das viel schöner, wenn man das, so wie man das halt zu Hause dann, wenn man mit der Freundin fernschaut, ist es in Wirklichkeit ja der Sweetheart Spot. Ja. In Deutschland sagt man ja besonders, finde ich sexy, Referenzhörplatz. Ja. Aber der Sweet Spot ist irgendwie doch viel schöner. Ja. Also, die Tools, die wir jetzt zur Verfügung haben,
um ein Arrangement mit mehr als einem Mikrofon und einem Lautsprecher zu machen, sind die, die wir alle kennen. Also wir kennen koinzidente Verfahren natürlich, wir kennen Äquivalenzstereophonie, also wo sowohl Schallpegeldifferenzen als auch die Laufzeitdifferenzen für die Lokalisation eine Rolle spielen und natürlich dann reine Laufzeitsysteme. Und die werden jetzt alle irgendwie vorkommen. Wir sind jetzt schon langsam ein bisschen aufgewärmt im Workout. Also ich werde jetzt einmal die Geschwindigkeit so um 1 bis 2 dB erhöhen, sodass wir ein bisschen ins Schwitzen kommen, ja? Wie der Gerd Steinke sagen würde. Es gibt auch andere Möglichkeiten, ja, andere zu denen, wie natürlich Arrays von Mikrofonen. Die Firma, die das Eigenmic macht zum Beispiel, hat jemand schon vom Eigenmic gehört, ja? Die arbeitet momentan an einem 360-Kapsel-Mikrofon, ja? Mit dem kann man schon ganz lustige Dinge machen. Ja? Da geht es dann nicht um Koinzident oder Äquivalenz, sondern da wird mit DSP und sonstigen Dingen werden virtuelle Richtcharakteristiken höherer Ordnung dann generiert etc. Und wem das jetzt schon zu viel ist, der gehe auf die ambisonics.net-Seite, dort kann er sich dann den endgültigen Wahnsinn irgendwie intravenös implantieren. Wir haben also verschiedene Werkzeuge und das ist schon so wie wir das seit Millionen Jahren natürlich machen und gewohnt sind, Horses for Courses. Jedes Werkzeug hat eine gewisse Anwendung, nur deswegen, weil ihr eine Motorsäge habt, werde ich damit nicht Brot schneiden. Ja? Also eine Motorsäge verwende ich zum Baum umschneiden und ein Messer für den Brotschneider und wenn ich Laufzeitstereophonie habe, verwende ich das für einen gewissen Anwendungszweck und wenn ich Koinzidenzstereophonie habe, dann verwende ich das für einen anderen Anwendungszweck. Ja? Wenn ich ein Streichquartett habe, dann will ich vielleicht mehr Lokalisation, wenn ich aber die Super Atmo, den Wind am Gipfel aufnehmen will, dann nehme ich vielleicht ein anderes System. Ja? Also ich habe eine breite Werkzeugpalette und suche mir aus, was halt für den jeweiligen Anwendungszweck sinnvoll ist. Die Williams-Kurven möchte ich hier ins Spiel bringen, ja, um auch wieder die Pace noch zu erhöhen. Ich mag den Satz sehr gern, nichts ist praktischer als eine gute Theorie und auch für uns praktische Tonmeister kann es nicht schaden, wenn man mal ein bisschen so in die Bücher blickt. Die Williams-Kurven haben mir wirklich sehr geholfen auf dem Weg zu meinem jetzigen Arrangement. Wer ihn nicht kennt, so schaut dieser Mensch aus, ja, ein sehr streitbarer Schotte. Wir sagen alle dazu, er ist vollkommen durchgeknallt und er selber mag das auch, glaube ich. Er hat Systeme erfunden, die ausschließlich im Sweet Spot wirklich funktionieren. Er bezeichnet sich selbst als der ungekrönte König des Sweet Spots, also geben wir ihm auch eine Krone. Michael Williams, der ungekrönte König des Sweet Spots. Wir werden ihn mit seinen Kurven und seinen Ideen im Laufe der nächsten Minuten wiedersehen. Bei der AES ist er für den Buchstor verantwortlich, also das nächste Mal, wenn ihr dich habt, könnt ihr dieses zoologische Wunder bestaunen. Die Parameter für die Lokalisation, die jetzt Williams sehr intelligent in diese nach ihm benannten Kurven gebastelt hat, sind die folgenden drei, ja, die man hier alle sieht. Der Winkel zwischen den Mikrofonen, die Richtcharakteristik und der Abstand zwischen den Mikrofonen. Diese drei Parameter beeinflussen die Lokalisation jetzt hier eines Pärchens von Mikrofonen. Und die Williams-Kurven zeigen diesen Zusammenhang. Ja. Wir haben hier zum Beispiel die Williams-Kurven für Nieren, das ist hier der fixe Parameter. Da unten haben wir jetzt die Distanz zwischen Mikrofonen, hier haben wir den Versatzwinkel oder physikalischen Winkel zwischen den Mikrofonen und hier haben wir exemplarisch in einem Abstand von 20 Grad die Kurven für den Stereo Recording Angle, also den Aufnahmewinkel. Den Sektor vor einem Mikrofon, vor einem Stereo-Mikrofon, der dann gleichmäßig zwischen die zwei relevanten Lautsprecher aufgefächert wird. Das ist der Aufnahmewinkel und das ist der entscheidende Winkel bei jedem Mikrofonsystem. Ja? Natürlich, der Winkel zwischen den Mikrofonen beeinflusst den Aufnahmewinkel, aber der ist der wichtige, was meine Aufnahme über Lautsprecher liefern wird. Ja? Den sehe ich nicht, diesen Aufnahmewinkel. Das ist ein Winkel, der sich ergibt aus diesen drei Parametern. Und bevor ich mir da 100.000 verschiedene Variationen merken muss, nehme ich mir einfach die Williams-Kurven zur Hand. Dort ist dieser Zusammenhang nämlich dargestellt. Da haben wir allein in diesem Diagramm hunderte Stereo-Mikrofonie-Systeme. Zum Beispiel hier der Punkt, ja, 17 cm Abstand und 110 Grad Winkel, zwei Nieren, ist klassisch natürlich ORTF, ja, mit einem Aufnahmewinkel von knapp 100 Grad, ja, also knapp unter der plus minus 50 Grad Kurve liegt das. Alle Systeme, die hier auf der Y-Achse liegen, also mit 0 cm Distanz, sind alle Koinzidenzsysteme. Zwei Nieren mit 90 Grad, klassisches XY-System, ja, mit 90 Grad Versatzwinkel, hat einen riesigen Aufnahmewinkel
von nämlich 180 Grad. Ja? Also wirklich ein Halbkreis ist der Aufnahmewinkel bei XY. Und hat sicherlich vielleicht der ein oder andere schon gesehen, dass Leute, die von diesen Dingen halt noch nicht gehört haben, ein XY-System so aufbauen, dass das eine Mikrofon zum linkesten Sänger und das andere Mikrofon zum rechtesten Sänger zeigt. Und man wundert sich dann, warum der Chor nur von halb links bis halb rechts geht und nicht die gesamte Basis ausfüllt. Ja? Weil der Aufnahmewinkel eben viel größer ist als die Ausdehnung des Klangkörpers. Und eine der Herangehensweisen jetzt mit diesen Williams-Kurven ist es, den Aufnahmewinkel des Mikrofonsystems anzupassen an die Ausdehnung des Klangkörpers. Damit gewährleiste ich, dass sich mein Klangkörper gleichmäßig zwischen die Lautsprecher auffächert. Ja? Das haben auch nicht viele von den SAE und sonstigen Studenten begriffen, dass man nicht nur einfach XY mit 90 Grad machen darf, unter Anführungszeichen, ja, sondern dass man das nach völlig Belieben, eigenem Wunsch und eigenem Gedanken modifizieren darf. Die Winkel, die Abstände, die Richtcharakteristiken, das kann man alles manipulieren und ändern nach den gewünschten Aufnahmewinkeln und nach den gewünschten Eigenschaften. Will ich bessere Lokalisation, gehe ich da hinauf die Kurve. Sprich, mache ich weniger Distanz, ja? Dann habe ich bessere Lokalisation. Will ich mehr Räumlichkeit, gehe ich runter die Kurve. Mehr Distanz heißt, ich verschiebe die untere Grenzfrequenz, wo es dann schon Gegenphasigkeiten gibt. Ich erzeuge mehr Gegenphasigkeiten, wuchtigeren Raumeindruck oder besseren Raumeindruck, künstlichen Raumeindruck. Ja? Also das kann ich mir alles aussuchen. Ja? Ich kann mir mein spezielles Mikrofonsystem hinschnitzen für die Aufnahmesituation, wie ich sie gerade habe. Ja? Alle Mikrofone hier unten auf der X-Achse sind die reinen Laufzeitmikrofone. 0 Grad Versatzwinkel, nur Distanz. Ja? Also zum Beispiel hier eines von wieder sehr vielen Möglichkeiten als AB-Mikrofon. Also die Vorgangsweise ist die, dass ich zum Beispiel ganz glücklich bin mit dem Aufnahmewinkel von ORTF, aber ich will ein bisschen eine mehr Räumlichkeitseindruck haben, ja, als das ORTF-System. Na, dann nehme ich die Kurve durch ORTF, die Aufnahmewinkelkurve, alle diese Punkte haben den gleichen Aufnahmewinkel und ich suche mir einen Punkt weiter unten auf der Kurve. Der hat größere Distanz, ja, fast doppelte Distanz, damit schon bei der halben Frequenz, wie hier, entsteht eine Gegenphasigkeit, sprich, es wird räumlicher. Aber natürlich muss ich den Winkel dementsprechend reduzieren für den gleichen Aufnahmewinkel. Das wäre eine Art ORTF2, ja. Hat die gleichen Abbildungseigenschaften wie ORTF, aber nur mehr Räumlichkeit, etwas mehr Räumlichkeit, ja. Das sind sozusagen die Möglichkeiten, die sich hinter den Williams-Kurven verbergen. Und das gibt es natürlich jetzt nicht nur für Nieren, sondern für alle Richtcharakteristiken. Das heißt, es gibt Tausende an Stereomöglichkeiten, ja, und Stereomikrofonen. Und die, die wir halt so kennen, ORTF, XY, AB, NOB und die paar Abkürzungen, sind Spezialfälle einer ganzen Familie, wo man einmal, wenn man das System begriffen hat, wirklich dann das Mikrofonsystem echt hinschnitzen kann auf die Anforderungen, die man braucht. Warum erkläre ich das so genau? Weil wir brauchen das für Surround Sound, oder da brauchen wir, da können wir das genauso machen. In Surround Sound, wenn wir das auf 5 Mikrofone aufteilen, können wir mit den gleichen Prinzipien arbeiten. Ja? Das hat der Michael Williams natürlich auch dann gemacht und das werden wir auch noch ganz kurz ansprechen. Ja? Also, die Lokalisation im Stereofall ist jetzt eben abhängig von dem Winkel, von dem Abstand, von der Richtcharakteristik. Hier zum Beispiel sehen wir noch einmal illustriert den Aufnahmewinkel. Ja, bei XY mit 90 Grad haben wir eben hier 180 Grad Stereo Recording Angle. Das wird jetzt gemappt, wie man so schön sagt. Ja? Wenn der Klangkörper innerhalb dieser 180 Grad sitzt, wird das gemappt, abgebildet auf die Stereo-Lautsprecherbasis. Hier kommt es schon zu einer Art Verzerrung, nämlich zu einer Winkelverzerrung. Was hier 180 Grad sind, sind hier 60 Grad. Ja? Das wird hier so dann gleichförmig, nicht ganz gleichförmig, aber in erster Näherung gleichförmig aufgefächert. Also was da 3 Grad waren, ist hier nur 1 Grad. Schon eine Art Verzerrung. Jetzt vielleicht eine akademische Verzerrung, aber ich will darauf hinweisen, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass wir ein Stereofonsystem konstruieren, das 60 Grad Aufnahmewinkel hat. Ja? Wo der Aufnahmewinkel identisch mit dem Wiedergabewinkel, dann ist keine Winkelverzerrung vorhanden. Ja? Ich pflanze das jetzt euch in eurem Hirn, weil da komme ich auch wieder darauf zurück. Aufnahmewinkel gleich Wiedergabewinkel. Ja? Ganz interessanter Gedanke. Wenn wir jetzt den Winkel erhöhen zwischen den Mikrofonen, wird der Aufnahmewinkel kleiner, also der Sektor wird kleiner, der sich aufspreizt zwischen die Lautsprecher. Quasi ich
schiebe meine Aufnahme auseinander ein bisschen. Ja? Und das Gesetz kennt auch wahrscheinlich jeder von euch, wenn wir den Winkel zwischen den Mikrofonen erhöhen, dann wird eben der Aufnahmewinkel kleiner. Also der Sektor, der aufgespreizt wird, wird kleiner. Zusammenfassend, wir brauchen das eben für die Mehrkanalstereophonie auch, wenn wir von koinzident zu äquivalent zu reiner Laufzeitstereophonie gehen, also von reinen Pegeldifferenzen zu reinen Laufzeitdifferenzen, Lokalisation wird umso besser, je mehr koinzident. Stereoeffekt unter Anführungszeichen wird umso besser, je mehr Laufzeitdifferenzen da sind. Das heißt, ich muss auch hier wieder einen Kompromiss eingehen. Ja? Super Lokalisation und super Räumlichkeit gleichzeitig geht leider nicht. Ja? Auch hier wieder, wie das Leben so spielt, ein Kompromiss nach dem anderen. Helmut hat das sehr schön in den Image-Assistenten, der jetzt auch seit kurzer Zeit, ein paar Monaten, auch in der neuesten Version erhältlich ist, auch umgesetzt. Da kann man das sehr elegant auch eingeben, verschiedenste Parameter für Richtcharakteristik, Abstände und Winkel. Also wenn man da jetzt auf hauptmikrofon.de geht, mach gerne Werbung dafür, ich verwende dieses Tool wirklich sehr oft, eines der wirklich intuitivsten und besten Tools, um sich sein eigenes Hauptmikrofonsystem zurechtzuschnitzen. So, jetzt gehen wir zu Surround Sound. Fünfkanal Surround Sound. Schauen wir wieder unsere Kriterien an. Einhüllung. Naja, da haben wir jetzt zumindest schon die erste amtliche Variante von Einhüllung mit den Surround-Kanälen natürlich. 5.1 ist noch immer nur zweidimensional, also nur planar. Ja? Also die Höhe fehlt noch, dazu kommen wir noch. Ja? Aber immerhin, Einhüllung schon ganz gut. Lokalisation, ja, kann man schon sehr gut machen auch, ja, das kann schon wirklich super funktionieren, natürlich durch den Center-Lautsprecher. Ich behaupte ja immer auch frech, es gibt keine Anwendung, wo man den Center-Kanal nicht sinnvoll verwenden kann. Also ich glaube, dass der immer in irgendeiner Form gewinnbringend verwenden werden kann. Ja? Wenn man sich entscheidet, ihn nicht zu verwenden, auch gut, ja, auch schön, es gibt ja keine Surround-Polizei. Aber ich behaupte mal, es gibt wirklich keine Anwendung, wo man es nicht sinnvoll verwenden kann. Klangfarbe, ja, schon sehr gut, ja. Sender-Lautsprecher ist hier natürlich auch wichtig. Das hängt natürlich wieder von den Lautsprechern auch ab, ja. Das können wir auch gut machen. Sweet Spot, ja, kommt jetzt wieder sehr auf die Umstände an, wie wir auch immer wieder feststellen. Aber da können wir schon relativ viel abhaken. Ja, das schaut schon mal nicht schlecht aus. Welches potenzielle Problem haben wir jetzt in Surround Sound mit drei Hauptmikrofonen? Das hat Günther Theile ganz gut auch illustriert hier. Wir haben ja mit einer Schallquelle und drei Mikrofonen eigentlich drei verschiedene Stereosysteme. Eins, ja, links Center, zwei links rechts, drei Center rechts. Und jedes dieser drei Stereosysteme liefert eine Phantomschallquelle, die aber nicht deckungsgleich ist. Das heißt, im Endeffekt haben wir halt dann so eine verwaschene Wiedergabe. Und man hat schon eine Zeit lang gekiefelt, um zu checken, gibt es da überhaupt eine eindeutige Lösung für dieses Problem? Ja? Oder müssen wir da aufgrund der Physik kapitulieren? Aber die gibt's und der Michael Williams hat auch eine vorgeschlagen, das Multi-Channel Microphone Array Design oder wie wir so schön auch sagen, MMAD, ja? Der MMAD, Michael Williams, die Abkürzung dafür, besteht auch aus einem ganzen Wust an verschiedensten Arrays für fünf Mikrofone. Das ist nur eines von Hunderten. Ja, ich zeige euch das gleich, wie das im Web ausschaut. Mit ein paar ganz interessanten Gedanken, vor allem dem, dass sich die Aufnahmewinkel jedes Stereopärchens genau berühren. Ja? Also keine Überlappung, keine Gaps. Die Aufnahmewinkel sozusagen ergänzen sich rund um das Mikrofon nahtlos, was jetzt nicht zu einer super 360-Grad-Lokalisation führt, weil seitlich und hinten ist unsere Lokalisation im Fünfkanalsystem sehr schlecht, vor allem seitlich. Aber zumindest die Idee, dass hier alle diese Aufnahmewinkel sich genau berühren, Williams nennt das Critical Linking, hat schon was für sich. Ja? Also das schaut dann so aus, dass man sich hier einmal wieder mal aussucht, die Richtcharakteristik, dann sucht man sich einen frontalen Aufnahmewinkel aus, zum Beispiel hier 120 Grad, also 2x60 Grad, da klickt man dann drauf und dann kriegt man für diesen Aufnahmewinkel vorne verschiedene Vorschläge für seitliche Aufnahmewinkel, Lateral Segment Coverage, ja, von groß bis klein, und dann sucht man sich wieder eins aus, zum Beispiel dieses hier mit 70 Grad seitlichem Aufnahmewinkel, und dann kriegt man so ein hübsches PDF mit den dementsprechenden Angaben, ja, über Abstand und so weiter.
Wenn man hier genau hinschaut, sieht man, dass Williams einen Spezialfall hier herausgearbeitet hat, nämlich den, dass die Winkel zwischen den Mikrofonen ident sind mit dem Aufnahmewinkel. Das ist ein totaler Spezialfall. Es gibt genau einen Punkt, wo die Winkel zwischen den Mikros und der Aufnahmewinkel gleich groß sind. Meistens ist es so, wenn die Winkel kleiner sind, ist der Aufnahmewinkel größer. Wenn die Winkel größer sind, ist der Aufnahmewinkel kleiner. Es gibt genau einen, wo sie ident sind, was natürlich für die physikalische Ausrichtung des Mikrofons von Vorteil ist, weil da kann man es wirklich so aufbauen, dass die Mikrofone dorthin zeigen, wo der Aufnahmewinkel dann aus sein soll. Ja? Also an die Ränder des Klangkörpers, was man auch immer mal aufnehmen will. Ja? Also es ist ein Sonderfall. Ja? Es gibt hier ein paar kleine Gaps da in den Surrounds, aber das hört kein Mensch. Hier haben wir eines der Systeme, das auf den Williams-Kurven aufbaut. Ecki Kuchenbecker ist auch hier unter uns und der hat mit dem Ding noch das jungmännliche Schreien seines Sohnes aufgenommen. Ja? Wir haben heute schon darüber gewitzelt. Der hat das echt on location verwendet, mit dem Wahnsinnsdrum, ja? Und irgendeinem und dem Tascam 8-Spur-Gerät. Also ich bin heute noch wirklich ganz in Bewunderung, wie er das Drum durch die Gegend zart hat. Ja? Ich habe es nur deswegen hier jetzt auch erwähnt, weil es eines der frühen Surround-Systeme war, eines der aufwendigsten Surround-Systeme und mit Abstand das teuerste, das, glaube ich, je gebaut wurde. Ja? Also ich weiß nicht, ob es von dem mehr als 20 Stickling überhaupt gibt. Ja? Aber immerhin ein Ansatz, der sehr weit gegangen ist. Ja, aufgrund der Arbeit zweier Düsseldorfer Studenten ist dieses ASM entstanden, Adjustable Surround Microphone. Adjustable sind dabei hier die Winkel der Mikrofone. Die Richtcharakteristik ist auch adjustable und die Surrounds kann man da 20 cm raus und reinschieben, was eher auch sehr akademisch ist, meines Erachtens. Jetzt kommen so ein paar Systeme, die sich so, sagen wir mal, eher im Musikaufnahmebereich etabliert haben, aber wir tun so langsam dann in die Location-Seite hinüberwechseln. OCT, der Günther Theile ist ja auch sehr umtriebig gewesen in Surround Sound oder noch immer, geht auf ihn zurück. Das Optimized Cardioid Triangle kennt ihr wahrscheinlich auch. Ja? Zwei super Nieren, die 90 Grad auf die Seite zeigen, eine leicht nach vor versetzte Niere. Und da ist die Idee eben, die kann man hier sehr schön demonstrieren, dieser Vermeidung, dieser Mehrfachabbildung dieses Problems, die, schauen wir uns diese blaue Schallquelle an, die liefert Signal in der Niere, die liefert Signal in der Superniere, aber hier für die rechte Superniere ist sie nahezu im Minimum, trifft ja sogar fast den gegenphasigen Lobe hier. Ja. Ist also sowohl vom Pegel als auch von der Laufzeit so weit hinten, dass die Lokalisation, die durch die beiden Mikrofone hervorgerufen wird, nicht gestört wird. Das heißt, die Idee der Lösung der Mehrfachabbildung ist die, dass immer nur maximal zwei Mikrofone verantwortlich sind für die Abbildung dann und das dritte entweder vom Pegel und oder von der Laufzeit keine Rolle spielt. Ja? Das ist die Idee hinter OCT und auch hinter manchen Williams Arrays. OCT Surround ist einfach jetzt eine Ergänzung des OCT-Systems um zwei Nieren, die nach hinten zeigen, gedacht auch für Aufnahme von Diffusschall, eben die das Minimum der Niere zeigt quasi zum Direktschall, zum Orchester, zum Klangkörper, wo auch immer. Hier sehen wir auch eine Besonderheit von OCT, nämlich die seitlich besprechbare Superniere. Ja? Also die zeigt jetzt nicht nach oben, sondern die zeigt wirklich hier nach links und rechts außen. Hat den großen Vorteil, dass der Schall von jeder Richtung den gleichen physikalischen Querschnitt sieht. Also der Schall auch bei 90 Grad Schalleinfallswinkel, was ja meistens der Fall ist, wenn der Schall von da vorne kommt, auch bei 90 Grad Schalleinfallswinkel nahezu den gleichen Frequenzgang hat wie bei frontalem Schalleinfall. Das ist der große Vorteil dieser seitlich besprechbaren Supernieren. Ja? Auch ein nicht unwichtiger Aspekt bei OCT. OCT 2 finde ich eine sehr interessante Ergänzung von OCT, die auf den Helmut Wittek zurückgeht. Einfach ein nach vor versetzen der Niere mit dem Ziel, dass die Abstände zwischen den Mikrofonen größer werden. Die Abstände sonst bei OCT sind nämlich zum Teil sehr klein, manchmal nur 20, 30 Zentimeter, 40 Zentimeter. Ja? Und damit sind die Signale der drei Mikrofone stark korreliert, ja? Sehr ähnlich. Was Nachteile hat für den Downmix, weil dadurch kommt es zu Kammfiltereffekten beim Downmix und zu Klangverfärbungen. Dadurch, dass hier die Niere weiter weg ist von den Supernieren, größere Distanz, steigt die Dekorrelation, ja, steigt die Unähnlichkeit. Damit kann man das leichter zusammenmischen, ohne dass es Kammfiltereffekte gibt. Aber was macht man, damit die Lokalisation nicht jetzt nur im Center ist?
Man schiebt das Ganze elektronisch nach hinten zurück mit einem Delay, sodass es quasi elektronisch virtuell dasteht, aber die Aufnahme erfolgt tatsächlich weiter weg, das heißt optimiert für die Klangfarbe des Downmix. Finde ich echt eine sehr sophisticated Lösung. Also damit kommt nämlich das Klangbild, ist jetzt nicht ident mit dem Decca-Tree, aber es ist von der Idee her mehr Decca-Tree. Decca-Tree, große Abstände, große Dekorrelation, total easy, was Downmix betrifft. Ja? Decca-Tree machen wir auch noch kurz. Polygone jetzt, ein auch relativ ergiebiges Kapitel. Hier wieder Günther Theile im Spiel mit dem Atmos-Kreuz. Ja, wahrscheinlich eines der ersten, wenn nicht das erste Surround-Sound-Mikrofonsystem, schon weit mehr als 20 Jahre her, dass das das erste Mal vorgestellt wurde. Klassisches Atmo-Vierkanalsystem mit Doppel-OTF, ja. Also vier Nieren, jeweils 90 Grad, auch 90 Grad Aufnahmewinkel. Wenn man da in die Williams-Kurven geht, dann kann man da diese 25 Zentimeter, die notwendig sind, dafür ablesen. Da gibt es hier diese nette Variante auch, die Schöps hier auch vorgestellt hat mit Doppel-ORTF. Das sind jetzt die Aufnahmewinkel, jetzt nicht komplett die gleichen wie beim Atmokreuz, aber die Idee dahinter ist gleich und natürlich ist auch die Praktikabilität hier sehr hoch mit diesem einzigen Windschutz. Das kann man ganz gut irgendwo auch leicht einmal montieren. Die Variante hat der Helmut sich ja auch vorgestellt, dass man das eben dann in der 3D-Welt um ein zweites System erweitert, der berühmte ORTF-Igel, auch komplett symmetrisch. Aber da gibt es jetzt schon den nächsten Schritt, den der Helmut wahrscheinlich auch gezeigt hat, wenn man diese Dekorrelation zwischen oben und unten jetzt nicht so relevant ist oder braucht, dann kann man das hier auch quasi koinzident montieren, dann wird es noch praktikabler. Aber da hat der Helmut sicher eh schon viel darüber erzählt. Polyhymnia ist eine ganz interessante Firma, was eben Polygone betrifft, eine Klassikaufnahmefirma in der Nähe von Amsterdam, die haben schon unendlich viel Surround aufgenommen. Die hatten die frappante Idee, na gehen wir ein Mikrofon dort, wo die Lautsprecher sitzen. Ja. Aber jetzt denkt man, aha, warum ist keiner auf die Idee früher gekommen? Ja, so einfach ist die Sache auch nicht. Ja, also das ging zwar jetzt vielleicht verführerisch, aber naja, schauen wir mal. Hier vorne bei sehr großem Durchmesser, 5 Meter Durchmesser oder sowas, dieses gedachten Kreises, kommen dann doch Abstände zusammen von 1 Meter oder sowas, die sorgen für genügend Dekorrelation, genügend kleine Aufnahmewinkel, ja. Denkt man, Aufnahmewinkel und Wiedergabewinkel, wenn wir das ident hinkriegen, gibt es keine Winkelverzerrungen. Ja? Die verwenden alle Kugelmikrofone, also das sollen hier auch alles Kugelmikrofone sein, sorry, wenn das nicht ganz rauskommt. Ja? Nur hinten haben wir das Problem, Riesenabstand, 4 Meter vielleicht oder so. Ja? Riesenabstand heißt, minimaler Aufnahmewinkel, eigentlich vielleicht 5 Grad Aufnahmewinkel, heißt, alles, was ein bisschen da drüben links ist, ist sofort im linken Lautsprecher. Alles, was ein bisschen rechts drüben ist, ist sofort im rechten. Das heißt hinten Doppelmono. Ja? Wenn das jetzt nun im diffusen Schallfeld ist, ist das mehr oder weniger wurscht. Ja? Also, dass dann Doppelmono diffus ist, ist egal. Aber wenn ich mit dem System draußen auf der Wiese aufnehme, wo es nur direkt Schall gibt, und das habe ich gemacht, ja, dann ist hinten Doppelmono nicht so lustig. Ja? Dazu später noch mehr ein Bild dann auch. Ja? Ganz witzig, der Decca-Tree, den haben wir angesprochen, den wollen wir noch kurz illustrieren, was die Aufnahmewinkel betrifft. Ja. Durch die großen Abstände sind hier die Aufnahmewinkel natürlich sehr klein, circa 20 Grad ja, bei diesen Daten. Das heißt, wenn das Orchester jetzt so sitzt, wie es üblicherweise heute halt sitzt beim Decca-Tree, dann kommt es zu einer sehr starken Bündelung der Musiker an den Lautsprecherpositionen. Ja. Und nur dieser schmale Sektor wird eben dann phantomschallquellenmäßig aufgespreadet sozusagen, aufgezweigt und alles andere ist Mono hier und Mono hier. Das heißt, der Decca-Tree ist auch mehr oder weniger Triple Mono. Hat aber nicht nur Nachteile, im Gegenteil. Der Vorteil ist, super stabil, dreimal Mono ist überall dreimal Mono, egal wo man sitzt. Ja. Durch die großen Abstände hohe Dekorrelation, das heißt Downmix vollkommen unproblematisch. Ja. Kann ich auf Stereo downmixen, ohne dass irgendwas passiert. Aber, und das ist wichtig, ich brauche nicht verzögerte Stützmikrofone, die mir diese Richtung hier machen, die mir diese Gaps ausfüllen. Ja. Das ist, der Decca-Tree ist eigentlich ein System, das auf nicht verzögerten Stützen, auf der Kombination mit nicht verzögerten Stützen basiert, die nämlich eben dieses Vakuum hier füllen. Ja. Da muss ich mit der Stütze, mit dem Stützmikrofon Richtung machen. Was genau gegenteilig ist bei OCT, da macht das Hauptmikrofon schon alle korrekte Richtung, da verzögere ich die Stütze, damit sie mir nicht das Hauptmikrofon stört. Ja?
Aber da kriege ich vom Decker-Tree keine Lokalisation, außer eben die 3x Mono. Da brauche ich die unverzögerte Stütze, sodass eben durch den Haseffekt sie die Lokalisation dann bestimmt. Ja? Also das ist eigentlich genau das Gegenteil vom System her wie OCD. Ja? Hat sich aber durch die Tatsache, dass man eben hier Kugeln verwendet, die Dekorrelation sehr groß ist, das heißt der Raumeindruck sehr wuchtig ist, bis tief in den Bass hinuntergeht durch die Kugeln, hat sich dieses System in der Klassik wirklich bewährt und durchgesetzt. Es gibt also wirklich Laufzeit-Stereophonie-Aufnahmen mit Decker-Tree wie Sand am Meer in der Klassik. Ja? Und Koinzident- oder Äquivalenzsysteme sind die totale Ausnahme. Hier ein Bild zum Beispiel von einer Laufzeit-Stereophonie-Anlage eines bekannten norwegischen Labels, Lindberg Lyd 2L, also auch hier mit Kugelmikrofonen, sehr pragmatisch auch jetzt hier, auch was die Surrounds betrifft, ja. Aber Morten Lindberg versucht auch mit einem Minimum an Mikrofonen auszukommen, hat eine ganz eigene Aufnahmeästhetik da auch entwickelt, zahlt sich aus, wenn man Surround Sound mag, da mal ein bisschen reinzuhören. Auch Morten ist ein sehr experimentierfreudiger Tonmeister und hat auch schon mit der Höhe hier einiges aufgenommen, hat auch der welterste Blu-ray mit Auro 3D rausgebracht, also dazu vielleicht später auch noch mehr, aber der macht schon seit geraumer Zeit jetzt auch tatsächlich neuen Kanalaufnahmen. Ganz ein bisschen mit Schmunzeln ist das System zu sehen, ja? Irgendwann im Traum habe ich mir gedacht, das wäre doch super, wenn man einfach so einen Regenschirm hätte, aufspannt und man hat so ein Fünfkanalsystem. Bingo, mein guter Freund Mick Sawaguchi aus Tokio hat genau das entwickelt, ja? Das Kiosk Umbrella Mic Array, wo man auch ein bisschen deppert ausschaut, wenn man da mit herumgeht, ja? So in den Suburbs, ja? Weil die Passanten gegen Regen, nein, gegen Sonne auch nicht, also was jetzt, ja? Aber man muss sich daran gewöhnen als Tontechniker, dass man von den Leuten einfach wie ein kompletter Idiot angeschaut wird, ja? Wenn man mit solchen Apparaten durch die Gegend geht. Damit muss man leben. Ja? Wenn man das nicht aushält, dann hat man den Beruf verfehlt. Ja? So, wir kommen jetzt Richtung Coincidental Arrays. Ja? Zuerst einmal ein Near Coincident Array. Fantastisches System, das Chris Wolf für Larry Blake entwickelt hat. Ja? Den Sounddesigner von Steven Soderbergh, der diese Filme gemacht hat wie Ocean's 11 und so weiter. Ja? Ein vollkommen aufs Kino zugeschnittenes System, ja? Mit vier Mikrofonen, hier die Front, links und rechts, wo man nicht mit Williams-Kurven herumdoktern kann, ja? Weil das Kino ist ein ganz eigener Reproduktionsraum. Damals noch mit Mono-Surround, ja, in den Tagen von Dolby Stereo, daher auch nur ein Mono-Surround-Mikrofon, weil da eine Lokalisation in den Surrounds im Kino zusammenzubringen, ist halt schon wirklich sehr schwierig mit den damaligen traditionellen Systemen. Heute mit Dolby Atmos oder Auro 3D ist das natürlich was anderes, ja, keine Frage. Aber das war ein System für die damalige Zeit und immerhin eines der wenigen Systeme, das dezidiert fürs Kino, für Mehrkanal-Atmos gefordert wurden, ja. Sonst wird ja im Kino alles quasi in der Mischung gebaut, ja, aus Stereo-Atmos. Auch dieses, der berühmte Damensattel von dpa, ist auch ein Near-Coincident-Array, also mit so hier Kanälen, wo omnidirektionale, so Kugelmikrofone, die kleinen 4060er von dpa sitzen, mit einem kleinen Trick, die haben so ein Röhrchen vorne drauf, ja, um quasi, und dpa nennt das auch ein bisschen widersprüchlich, Directional Omni, ja, also ist irgendwie ein Widerspruch in sich, aber durch dieses aufgesteckte Röhrchen kriegen sie zumindest bei höheren Frequenzen eine gewisse Kanaltrennung zustande. Bei tiefen Frequenzen ist es natürlich Mono, ja, keine Frage. Ja. Also je kleiner diese Abstände, desto höher steigt die Frequenz, bis zu der das Mikrofon einfach Mono ist. Ja. Und da gibt es natürlich auch noch diverse andere Voodoo-Varianten, die wir auch noch kennenlernen werden. Ja. So. Doppel-MS ist natürlich der berühmteste Vertreter, nicht der berühmteste, aber der sicherlich in unseren Location-Kreisen meistgebrauchte Vertreter der koinzidenten Surround Arrays. Das ist hier zur besseren Verdeutlichung halt so gezeigt. Eh klar, durch die Matrizierung von der frontalen Niere mit der 8 entsteht links, rechts, vorne und durch die Matrizierung der nach rückwärts eben gerichteten Niere mit der gleichen 8. Großer Vorteil, nur drei Mikrofone liefern vier Signale. Kriegen wir dann die Surrounds. Das hat schon sehr viel zu tun mit Ambisonics, mit dem kommen wir dann auch gleich, ja? Weil koinzident mit Achten und so weiter, das hat sehr viel auch mit dem Soundfield-Mikrofon dann schon zu tun. Also das ist quasi sehr verwandt damit. Ja? Da gibt es auch diese sehr
schöne kompakte Lösung von Jeps in einem Windschutz drinnen. Der große Vorteil für Location ist der, dass hier vorne ist. Ja? Die Leute glauben, wir nehmen da die Vögel auf oder sowas. Ja? Die schauen immer dort, wo es hinzeigt, das längliche Ding. Aber man nimmt da auf, da nach vorne. Großer Vorteil, um sozusagen relativ unbemerkt irgendwie Dinge aufzunehmen, wo die Leute nicht wissen, dass man sie eigentlich jetzt aufnimmt. Ja? Gibt es also dann auch in der Location-Variante. Das ist, glaube ich, ein Bild vom André Zacher sogar, das er bei einer Doku über den Lang Lang einmal verwendet hat. Das ist schon hardcore, ja? Also wirklich mit den drei Mikrofonen schon wird schon ein bisschen schwieriger zu handeln. Aber kann man immerhin Mono mit Richtrohr machen, MS mit der 8 und dann eben mit der zusätzlichen Niere dann auch noch Doppel-MS. Ja, gibt es ganz schöne Sachen. So, und jetzt zum Soundfield. Das Soundfield-Mikrofon hat in, sagen wir mal, praktischen Location-Broadcast-Kreisen immer ein bisschen ein stiefmütterliches Dasein geführt. Das hat auch sehr triftige Gründe. In letzter Zeit bemerke ich oder bemerken auch diejenigen, die wirklichen Soundfield- und Ambisonics-Fanatiker sind, dass sich da ein bisschen was tut. Die Tools werden langsam besser und irgendwie griffiger. Und ich bin drauf gekommen, jetzt letztes Jahr beim International Conference of Spatial Audio in Graz, dass da schon noch wirklich viel drin liegt, ja, auch für den Broadcaster. Das ist eine sehr komplexe Technik, aber da werden wir sehen. Jetzt mit Immersive Audio feiert es wieder ein bisschen fröhliche Urstände, wie wir in Wien sagen. Was ist das Soundfield-Mikrofon? Das ist das Soundfield-Mikrofon erster Ordnung. Das besteht aus vier breiten Nierenkapseln in dieser Tetraeder-Anordnung und will eben das Schallfeld an einem Punkt im Raum aufnehmen, zur Gänze. Den Schalldruck und die drei schallschnelle Komponenten in den drei Koordinaten. Wenn man das schafft, und das Soundfield-Mikrofon macht das, dann hat man eben das Schallfeld an dem Punkt komplett definiert und kann jede beliebige Richtung durch geeignete Post-Production sich wieder rausholen. Unter anderem auch die Richtungen eines 5.1-Arrangements, zum Beispiel mit einem Hardware-Decoder, aber heute macht man das alles viel eleganter mit Software auch. Wie überhaupt die Eigenschaften, die ich jetzt so aufzähle, alle unglaublich genial, großartig, fantastisch klingen. Ja? Wir haben vier Kapseln und können beliebig viele Richtungen aus dieser Aufnahme in der Post-Production uns herausholen. Ja? Man kann das Soundfield-Mikrofon nach der Aufnahme drehen, schwenken, zoomen, ja? Und die Aufnahme ist schon lang vorbei durch geeignete Manipulation dieser Mikrofonsignale. Ja? Die Mikrofonsignale nennt man A-Format, die rohen Mikrofonsignale, dann werden sie noch umgemodelt, sodass sie repräsentieren den Schalldruck und die drei schallschnelle Komponenten. Das nennt man dann B-Format. Und derjenige, der sich für dieses System mehr interessiert, der wird sehr schnell auf den Begriff stoßen, B-Format. Das wäre hier dann B-Format erster Ordnung, eben aus diesem Original-Soundfield-Mikrofon, das eben nicht aus einer Kugel und drei Achten besteht, Schalldruck, Schallschnelle könnte man mit einer Kugel und drei Achten aufnehmen, ja, sondern aus vier breiten Nieren, die dann umgematriziert werden, sodass eben diese vier Komponenten rauskommen. Ihr merkt schon, das wird immer komplexer und das, dabei ist das nur, wie man in Wien so schön sagt, ein Lerchalschaß, ja, gegen das, was dann wirklich passiert, wenn man zu höhere Ordnung geht. Es zeigt sich nämlich der große Nachteil von diesen Ambisonics-System erster Ordnung oder Soundfield B-Format erster Ordnung ist, dass jede Richtung, die man dann in der Post-Production herausholt, nicht sehr scharf ausgeprägt ist. Das ist sehr breit, da spielen immer alle Lautsprecher mit, das wird dann sehr oft phasig. Ja? Da hat sich, zumindest für mich hat sich gezeigt, das wird erst interessant ab B-Format dritter Ordnung. Wenn dann wirklich die virtuellen Richtcharakteristiken schmäler und schmäler werden, dann steigt die Kanaltrennung, dann gehen die Verfärbungseffekte auch weg. Nur es gibt kein Mikrofon dritter Ordnung. Ja? Das kann man nur virtuell aus einem Array von Mikrofonen per DSP erzeugen. Da tut sich aber auch viel. Und ich habe bei diesem Seminar in Graz erstmals in meinem Leben eine echt überzeugende Ambisonics-Demo gehört. Das waren halt über 32 Lautsprecher B-Format fünfter Ordnung. Ja, da muss ich auch sagen, auf Wienerisch, mit voller Hose ist gut stinken. Ja? Also mit 32 Lautsprechern kann ich auch mit normalem Pairwise Panning wahrscheinlich gute Dinge zusammenbringen. Aber das hat mich wirklich überzeugt, muss ich sagen. Ja? Nur jetzt haben wir schon Schwierigkeiten mit 5 Kanälen, 5.1. Jetzt Auro 3D, da wollen wir 9 Lautsprecher einbauen. Jetzt kommst du zu Holden nach Hause und sagst, der neueste Clou ist B-Format 5. Ordnung, 32 Lautsprecher. Kann man auch mehr machen, ja? Nach oben keine Grenze gesetzt. Ja? Naja, dann weißt du, dann
dann haust du eh gleich raus. Ja. Also das wird dann vom Wife Acceptance Factor natürlich ziemlich unmöglich, aber schauen wir mal. Ja. Auf jeden Fall finde ich die Technologie nach wie vor höchst interessant. Also da geht es dann eben Richtung Higher Order Ambisonics, HOA, dann noch vielleicht Nahfeld kompensiert. Also wenn einer von euch eh schon gehört hat, Near Field Compensated Higher Order Ambisonics, dann ist er ein echter Freak. Ja. Dann wendet es euch an den Jörn Nettingsmeier, der kennt sich da echt aus. Ja. Also Ambisonics, ein Feld, das schon sehr lange existiert. Michael Gerson aus England hat da die Vorarbeit geleistet, leider viel zu früh gestorben. Aber dass so langsam jetzt mit Immersive Audio wieder so ein bisschen an die Oberfläche gespült wird, weil es doch viele elegante Eigenschaften hat, die, ja, vielleicht hören wir noch mehr davon. Gibt es auch Location-Varianten, ja, das ST350 zum Beispiel. Und damit kommen wir zur Voodoo-Abteilung, bevor es dann endgültig Richtung Location-Sound gibt. Die Voodoo-Abteilung habe ich besonders gern, ja, weil da trifft man die abenteuerlichsten Dinge. Nummer eins, das Holophone, ja, gehört für mich eindeutig zur Voodoo-Abteilung. Die Abstände der Mikrofone hier, sagen wir mal 5 cm, 10 cm, ja, das ist Mono bis 1 kHz. Ja. Ich meine, wenn, dann mache ich gleich ein Koinzident-Mikrofon. Ja. Aber dann haben sie noch dazu in dieses Ei ein Mikrofon hineingegeben für ein LFE. Das wird halt durch diese Struktur hier einfach werden die Höhen beschnitten und deswegen ist das LFE-Signal. Also das ist schon eher Marke Witz. Ja. Das ist überhaupt das Schönste, finde ich. Ja. Das ist dann mit 3 cm Abstand, Mono bis 3 kHz. Na, dann nehme ich ein Mikro und tue es in alle 5 Lautsprecher. Das ist besser wahrscheinlich. Ja. Oder hier diese schönen weiblichen Busenprotuberanzen hier, ja, bei dem Portamic. Also das ist auch so, 4 cm. Ich meine, bitte, na, da hat einer echt was nicht begriffen. Ja. Das ist meines Erachtens die Kategorie, passt in jeden Mistkübel. Ja. Noch mehr Voodoo, das ist auch sehr schön, ja. Das 4-Channel Surround Sound HRTF Microphone. Ja. Da hast du nicht nur da so einen quasi Kopfhörer mit Simulation mit 2 Mikrofonen, sondern noch so 2 Protuberanzen da, ja, so hinten da. Also das ist, nein, wirklich nicht, ja. Also so geht's nicht. Das hat unglaublich viel Geld gekostet, ja. Also die Firma gibt es schon lange nicht mehr, ja, zu Recht. Gut, also jetzt noch ganz geschwind zu den Location-Iterationen, die ich so im Laufe der Jahre da durchgemacht habe. Das ist, glaube ich, meine allererste Surround-Sound-Atmo gewesen. 2 Kugeln hier, MS da vorne, 2 semi-professionelle DAT-Recorder und einfach in die Hände geklatscht als Synchronzeichen. Ja, kein Timecode, kein da nichts. Und so habe ich also erste Feldversuche gemacht mit 4-Kanal-Atmos 1993. Also heuer feiere ich mein 23. Surround-Jahr. Ja, auch nicht schlecht, bin auch schon alt geworden. Ja, also, was wollen wir überhaupt aufnehmen oder was will ich aufnehmen in Surround-Sound? In speziellen generelle Atmos. Ich bin ein totaler Atmo-Freak, ja, für so allgemeine Atmos. Ich brauche nicht irgendwie die zwitschernden Vögel, den Exoten im Urwald links, ja, sondern ich möchte irgendwie den Wind und den Wald und den Regen und die Elemente. Ja. Das ist das, was ich am liebsten aufnehme. Ja. Da gibt es ganz spezielle Kriterien, aber das ist halt ein Bereich, den wir mit Surround machen können. Stadtatmo am Meer zum Beispiel, das Meeresrauschen oder mein Liebling Wind. Ja. Ich bin ein totaler Fanatiker für Windaufnahmen. Alles, was sie bewegt, ja, ist irgendwie schön an Elementen, finde ich schön aufzunehmen. Da hat man ganz andere Kriterien wieder, nämlich wo kann ich überhaupt heute noch Wind aufnehmen, ohne dass irgendwas anderes stört. Ein Flugzeug, ein Handy, ein Auto, die Autobahn, irgendwas. Ja. Furchtbar, man muss schon sehr weit gehen, meist auf dem Bergesgipfel. Also diese Dinge sind alle hart erarbeitet. Das nächste würde ich bezeichnen als direktionelle, also gerichtete Atmos. Auch Atmos, aber da gibt es schon eine eindeutige Unterscheidung, entweder zwischen vorn und hinten oder Bewegung in der Atmo. Wie San Francisco Cable Car, ja, allgemeine Startatmo, aber es fahren schon Autos vorbei, das Cable Car fährt vorbei. Da brauche ich ein System, das auch schon lokalisationsmäßig mir doch ein bisschen was liefern kann, ja. Weil eben doch sehr viele Sachen vorkommen, wo ich eben haben will, dass die Bewegung schön porträtiert wird. Und dann reine Effektatmos würde ich es bezeichnen, also Effektaufnahmen im 5-Kanal, wo es eben auch darum geht, die Größe eines Sounds darzustellen. Russischer Eisbrecher kennt jeder von euch, ja? Oder Zug zum Beispiel, solche Sachen. Ja? Sind ja kaum punktförmige Schallquellen in der Natur, außer irgendwelche Insekten oder so. Ja? Sonst haben sie ja meistens irgendeine Ausdehnung und damit zahlt sie sich aus, mit mehr als einem Mikrofon aufzunehmen.
Die Kriterien können wir jetzt ein bisschen wiederholen von früher. Einerseits wollen wir für gewisse Sachen eine halbwegs profunde Lokalisation und dann vom Kino sozusagen entlehnt diese Larger-than-Life-Einhüllung. Also wirklich, ich möchte da drin sein, das soll schön dekorreliert mich einhüllen und so. Das widerspricht einander ein bisschen, ja, weil das Erste sorgt für einen leider eher schmalen und kleinen Sweet Spot. Je besser die Lokalisation, desto kleiner der Sweet Spot. Ja, desto eher löst sich zwar schön von den Lautsprechern, wenn ich die Gesetzmäßigkeiten der Lokalisation, Phantomschallquellen ausnutze, aber desto kleiner wird der Sweet Spot. Ja. Michael Williams, King of the Sweet Spot, er sagt eben, I'm living in the Sweet Spot. Aber das ist in der Praxis halt nur möglich, wenn man halt der Eremit ist, der halt in seinem Stuhl sitzt und alle anderen, die müssen draußen bleiben. Ja? In der Realität schaut es halt anders aus, da sitzt man vielleicht dann zu zweit vorm Fernseher und da sitzt keiner im Sweet Spot, außer man hat die Holde am Schoß, dann geht es vielleicht. Ja. Und das Zweite ist natürlich dann mit der Large Listening Area, dann muss ich mehr gehen Richtung 5x Mono. 5x Mono ist überall. 5x Mono, da habe ich einen riesigen Sweet Spot, aber ich höre halt auch die Lautsprecher. Ja? Es löst sich nicht so von den Lautsprechern. Das sind halt wieder hier die Kompromisse, die man eingehen muss. Wie sehr ist die Downmix-Kompatibilität gewährleistet? Auch ein ganz wichtiger Punkt. Heute hören noch immer die meisten in Stereo, also rein von der Praktikabilität her. Das müssen wir auch immer checken. Wie klingt es in Stereo? Ja? Und natürlich die praktischen Aspekte wie die Größe, Handling, Gewicht, Plug-and-Play, Windscreen, das haben wir schon alles irgendwie kurz erwähnt. Also, kurzer Abriss der Systeme, die ich so über die Jahre verwendet habe. 4 Stück möchte ich euch da vorstellen. Erstens, basierend auf der Polyhymnia-Idee, ja, haben wir schon kurz angesprochen. So hat das ausgeschaut, das war auch in den 90er Jahren schon im wunderschönen Tiroler Tannheimer Tal um 6 in der Früh mit 5 Kugeln. Ja, riesiger Abstand hinten, ja, da habe ich es echt noch nicht besser gewusst, da habe ich noch nichts vom Williams gewusst. Noch die Hardcore-Variante mit 3 verkoppelten Timecode-DAT-Rekordern. Ja. Das war schon eher ja, Gewichtheber-Weltmeisterschaften. Ja. Oder da hat eine halbe Stunde gebraucht, bis ich mich da angeschielt habe. Aber da war eben das Phänomen dann sehr ausgeprägt. Da hinten fliegt eine Biene vorbei, macht zwar hier wunderbar schön so ihre Runde, aber über die Lautsprecher klingt es dann pssst, pssst, ja? 2x Mono. Dazwischen ist nichts, da höre ich Mono und da höre ich Mono. Eh klar, durch den riesigen Abstand. Da gibt es kein diffuses Schallfelder auf der Wiese, also viel zu weit auseinander. Hat natürlich lustig geklungen, ja? 5-Kanal-Atmo war schon lustig, aber hinten einfach, das war damals echt ein Fehler. Ja? Aber gut. Es waren ein paar heute bei der Demo, da hätte ich das vorspielen wollen, den Sound auch, da haben wir noch technische Probleme gehabt. Ich möchte es noch ankündigen, irgendwann werden wir das schon noch nachholen, irgendwann halt später am Abend oder so. Jetzt spielt die Pro Tools-Schose da drüben, dann möchte ich das noch einmal vorspielen, diese Sounds. Ja. Die Demo drüben dann in der Firma beinhaltet sehr viele von diesen Fotos, die ihr da jetzt sehen werdet, direkt die Aufnahmen. Ja. Das zweite System habe ich Enterprise genannt, habe ich nur relativ kurz verwendet, aus rein praktischen Gründen, nämlich Größe und Gewicht. Ja. Schaut aus eben wie dieses Raumschiff Enterprise. Hier vorne ist ein MS-System drinnen, da hinten 2 Nieren, die nach hinten zeigen. Ja. Also ein 4-Kanal-System ist das, ja. Kein 5-Kanal-System, also für Atmos größtenteils, Doku, Film, was auch immer. Da hatte ich auch schon den Harddisk-Recorder, den Kanta. Und das hat zusammen mit der sonstigen Verpflegung Anorak, hat gerade einmal so 8-9 Kilo gehabt im Rucksack. Das ging. Also da konnte ich eben damals noch auf den Bergesgipfel steigen und dort oben eine schöne Gipfelwind-Atmo aufnehmen. Auch die kann man in der Demo hören. Da war ich nicht allein, da waren ein paar Bergsteiger oben. Der berühmte Effekt. Ja, sie schauen dich an, als ob du ein absoluter Alien wärst. Gut, drittes System, das wird jetzt schon interessant, weil das ist sozusagen das, was ich heute auch noch verwende, der Corey Martin Tree, also basierend auf dem Corey Martin Tree, vollkommen unbekanntes System für die Klassik. Ja. Es hat von den Kollegen, die drüben waren bei der Demo, kein einziger gekannt. Verwundert mich nicht, weil die haben das theoretisch entwickelt, aber glaube ich nicht einmal eine einzige Aufnahme gemacht. Sind 2 ehemalige Studenten von der McGill-Universität in Montreal, Jason Corey, Jeff Martin, 2 wirklich gute Leute. Das ist basierend auf Williams-Ideen und schaut so aus. 3 breite Nieren vorne, also 3 Subcardioids oder Hypocardioids, wie der Williams ja schon so schön sagt, mit einem Abstand,
der so gerade interessant scheint. Ja? Und zwar so bis knapp einen Meter, das heißt, da ist der Aufnahmewinkel recht gering, nicht riesig. Ja? Sagen wir mal in der Gegend 40 cm Aufnahmewinkel wird das so sein. Das heißt, die Aufnahmewinkel dieses Dreikanalsystems hier vorne, die kommen schon den Wiedergabewinkeln nahe. Erinnern wir uns an diese Idee. Und hinten haben wir jetzt zwei Nieren, die nach oben zeigen im Corey-Martin-Tree. Ja, die habe ich natürlich substituiert, auch mit breiten Nieren, die jetzt hier nach außen zeigen. Durch den geringen Abstand der breiten Nieren, in meinem Fall da hinten, haben wir einen großen Aufnahmewinkel. Wir haben ja auch in ITU 775 hinten 120 Grad Wiedergabewinkel und hier ist der Aufnahmewinkel dann auch in der Gegend 120 Grad. Das heißt, dieses System ist das erste, das in die Gegend kommt, der Idee, die Aufnahmewinkel decken sich mit den Wiedergabewinkeln. Was den Effekt hat, wenn die Biene einen Kreis macht, einen gleichförmigen ums Mikrofonsystem, dann klingt das über die Lautsprecher exakt gleich schnell, gleich gleichförmig, wenn die Aufnahmewinkel und Wiedergabewinkel sich decken. Ja? Das ist eine Idee, die in der Klassik keine Rolle spielt in Wirklichkeit. Da passt man den Aufnahmewinkel der Klangquelle an. Ja? Aber on location finde ich das nicht unspannend, dass man bei Bewegung rund ums Mikrofon ein System hat, wo über die Lautsprecher diese Bewegung genauso wiedergegeben wird, wie sie stattgefunden hat. Wenn ich das nämlich nicht mache und die Biene ist gleichmäßig rund ums Mikrofon geflogen, dann wird das über die Lautsprecher sehr ungleichmäßig sein. Hinten wird sie dann viel schneller oder viel langsamer sein und vorne dann vice versa. Das heißt trotzdem nicht, dass nicht vielleicht eine gute Atmo ist, ja, und dass das vielleicht völlig wurscht ist, weil es kein Mensch mitkriegt. Aber als Idee finde ich es nicht unspannend. Ja? Und das Ganze verleiht der Atmo dann, die so aufgenommen wird, eine gewisse Kompaktheit und Griffigkeit, löst sich schön von den Lautsprechern und so. Ja? Also ich spiele da auch ein paar Atmos vor mit dieser Idee aufgenommen. Ja? So, da sieht man schon hier hinten jetzt geringere Abstände als da vorne. Oder bei diesem Bild auch, ja, da sieht man hier vorne große Abstände. Das ist der große Nachteil von 2x30 Grad vorne. Wenn man vorne 2x30 Grad Aufnahmewinkel erreichen will, sind die Abstände leider sehr groß. Und das ist für eine One-Man-Show dann schon ein bisschen mühsam. Ja. Also ich 2x30 Grad schaffe ich nicht. Ja. Ich schaffe vielleicht so 2x50 Grad. Ja. Das ist gerade nur irgendwie handelbar, weil sonst ist das Rig gleich mal 2 Meter breit. Ja. Und das wird dann bei starkem Wind, hast dann solche Hebelwirkungen, dass man wirklich dann aufpassen muss, dass er nicht vom Berg oben wart. Ja. Also dann kommen die praktischen Schwierigkeiten ins Spiel. Hier natürlich mit 5 Windschutzen und den dementsprechenden Fellüberzügen. Wenn man da jetzt wirklich 2 Meter hat und nicht nur 2, sagen wir mal, das ist insgesamt jetzt 1,20 da, ja? Wenn man da jetzt 2 Meter hat, dann wird die Hebelwirkung dann schon sehr groß und das ist eine Windaufnahme bei 80 bis 100 km/h Sturm, also das war schon mit dem System wirklich schwierig, da muss man auch alle Schrauben anknallen, sodass das nicht irgendwie sich dauernd verdreht und also dann kommen dann echt die praktischen Aspekte, sind dann echt wichtiger als die anderen. Wobei ich eines sagen muss, das unterscheidet die Hardcore-Location-Leute von vielen anderen. Wir haben immer sehr darauf Wert gelegt, und ich darf mich zu denen zählen, dass die verwendeten Komponenten wirklich allerhöchste Qualität haben. Ja? Weil wenn man eine super leise Atmo und ganzes Säuseln vom Wind aufnehmen will, dann würde ich den Wind aufnehmen und nicht das Mikrofon rauschen. Ja? Oder das Verstärkerrauschen vom Rekorder. Ja? Das heißt, das muss wirklich absolute Top-Qualität sein, niedrigstes Eigenrauschen und so, ja. Dann ist es für mich brauchbar. Und deswegen habe ich immer super Kondensatormikrofone eben verwendet. Kein Geheimnis, der Helmut hat sie angekündigt. Schöps ist für mich da on location echt ideal. Ja? Von der Größe, von der Flexibilität der Richtcharakteristiken. Jetzt die offene Niere zum Beispiel, höchst spannendes Mikrofon auch. Ja. So, auch diese Atmo spiele ich vor übrigens dann ja, bei der Demo. Nächstes System ist geboren aus der vorigen Aufnahme, ja, aus der da. Da war es nämlich so, wenn dann von rechts der Wind reinfährt, eine Böe, dann hat man das nur im rechten Mikrofon und dann hören wir wieder nur den rechten Lautsprecher, ja, monomäßig. Hat mich da ein bisschen gestört. Was können wir machen, damit wir da irgendwie nicht so eine Monoböe dann haben? Dann war diese wilde Idee in mir, naja, was wäre, wenn wir alle 5 Mikrofone in einen Windschutz hineingeben? Ja? Philipp hat eh schon das Bild gezeichnet, ja? Das ist der sogenannte U-Fix. Ja? Philipp hat mir dieses Attachment geschickt nach meinen Anfragen. Ja? Also wenn wir das aerodynamisch bauen, dann kannst du heimfliegen mit dem Drum. Ja? Und er hat tatsächlich eben den dann gebaut.
Es gibt eben ein paar Wahnsinnige auf dieser Welt und die ziehen einander an wie das Licht die Motten. Also der Philipp hat auch irgendwie Gefallen gefunden an dieser Idee und hat mir eben dieses riesige Schwammerl da gebaut. Und ich muss sagen, die ersten Versuche damit waren schon sehr vielversprechend. Auch da diese Atmo, die ich hier aufgenommen habe, das war in einem Fliegenschwarm, spiele ich vor und das ist sehr spannend. Die Tatsache, dass die Mikrofone weiter weg sind von der Innenwand, mindern schon sehr stark diesen Effekt, dass es mal bzzz, bzzz, bzzz hat von der Fliege. Ja? Noch dazu setzt sich die Fliege aller Wahrscheinlichkeit nach nicht direkt vor einem Mikro. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wenn die Fliege landet auf dem Ding, dass sie genau vor der Membran von einem Mikro landet, ist viel geringer, als wenn da fünf solche Bommel sind. Ja? Dann setzt sie sich natürlich genau vor das Mikro hin oder auf das Ding. Hier setzt sie sich irgendwo hin. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist viel geringer, dass man so einzelne bzzz, bzzz, bzzz kriegt. Ja? Und dann gibt es eben eine Fliege, die dann vorne so schön vorbeifliegt und die macht dann so genau das, wo sie wollen habe. Da habe ich nahezu einen Orgasmus gekriegt, wie ich das gehört habe. Ja. Gut, so schaut das irgendwie aus, ja, von innen mit diesem Aluminiumgestänge damals noch. Das war so echt hardcore, ja, der Philipp. Laser ausgeschnitten und so, das war der erste Prototyp. Das Bild hat er auch gezeigt, habe ich natürlich auch drin, da hat es gerade geregnet in Paris. Aber es geht noch schlimmer, 4A. Nachdem ich mit dem meine ersten Versuche gemacht habe, habe ich dann die Leute in Galaxy Studios kennengelernt, Auro 3D, und habe gemeint, ja, Philipp war super, aber es war halt wegen einem zweiten, nicht? Der Doppel-U-Fix. Photoshop-mäßig ja sehr einfach einen zweiten drüber, ja. Und Philipp hat geglaubt, jetzt spinnt er komplett der Kamera. Ja. Aber er ist, doch, das hat ihm irgendwie doch gefallen. Ja. Die Challenge hat ihm doch gefallen. Und nur das Ding ist schon so groß geworden, dass wir schon auf die Straßen haben gehen müssen, um es zusammenzubauen. Ja. Also da war sein ehemaliger Workshop, er ist jetzt übersiedelt, war schon zu klein. Und das hat auch durchaus interessierte Passanten dann angelockt. Ja. Was ist das für ein völlig wahnsinniges Drum? Hier unten 5-Kanal, hier oben 4-Kanal. Großer Vorteil in 4-Kanal oben, Auro 3D hat ja 4 Lautsprecher oben, dass wir jetzt für die Front nicht zweimal 30 Grad machen müssen, sondern einmal 60 Grad. Ja? Und einmal 60 Grad ist natürlich viel näher beieinander als zweimal 30 Grad. Ja? Größerer Aufnahmewinkel, kleiner Abstand. Das heißt, wir haben einfach den gleichen U-Fix genommen und haben alles um ein Viertel reduziert, die Dimensionen, und haben eben dann den kleineren Windschutz für oben, hat auch natürlich Gewichtsvorteile und so, wobei das mit voll bestückt mit 9 CCMs und so weiter und Windschutz und Fell und so weiter, wird auch schon heftig, ja. Also das ist auch schon ganz lustig, ja. Aber das Foto mag ich auch sehr gerne, so wie ein Hochspannungsmast von unten irgendwie. Ja. Also das ist schon sehr irre, was der Philipp da gebaut hat. Da gibt es dann so ein Anschlussfeld. Oben gibt es eins für die 4 Mikros von oben und dann gibt es unten eins für die 5 plus die 4. Und auf einem einzigen Multicore sind dann alle 9 Signale. Und das ist in Wirklichkeit ausgelegt für 11 Mikrofone. Unten 6, oben 5. Auch der berühmte Voice of God Channel oder für die Agnostiker Burchett Channel, ja. Gut, so schaut es dann aus in ein paar Bildern und dann mit der Bespannung im Urlaub mitgenommen. Also ich nehme das immer dann in den Urlaub mit, sehr zur Freude meiner Familie. Dann ist irgendwie das Auto immer voll mit irgendwelchen Trümmern, ja, und habe also dann auch meine ersten Versuche mit Doppel-U-Fix gemacht. Ich freue mich schon sehr auf die nächsten Aufnahmen, weil das Ding musste dann schnell nach Belgien zu Galaxy, weil die haben das irgendwie gesponsert oder halt in Auftrag gegeben. Und heuer bekomme ich dann, glaube ich, echt dann meinen eigenen, wenn der Typ da vorn endlich dann dazukommt, ja, zeitmäßig, Philipp, ja. Ich liege ihm schon seit mehr als einem Jahr in den Ohren, dass er endet, aber der ist ja mindestens so beschäftigt wie ich. Scherz beiseite, also ich freue mich sehr, dass ich vielleicht heuer endlich wieder zu einmal ein paar neuen Kanalaufnahmen kommen kann. Es gibt auch schon Aufnahmen, die wir im ORF gemacht haben, in Auro 3D auf Blu-ray, ja, und zwar letztes Jahr, das Neujahrskonzert, hat 9 Kanal Auro 3D drauf. Heuer, das Neujahrskonzert, hat wieder Auro 3D 9.0 drauf. Nur was das kann er. Ihr wisst es jetzt. Ja? Also wir mussten das in einer Partisanenaktion machen. Sony hat leider nicht zugestimmt, dass man es offiziell am Cover vermerkt, weil der Markt einfach wirklich, das muss man offen und ehrlich sagen, halt noch sehr klein ist. Ja? Also man kann vielleicht ein bisschen zynisch sagen, das ist das zukunftssichere Format. Irgendwann in der Zukunft wird man es vielleicht hören können. Ja?
Aber es ist natürlich schon noch so, dass die Auro 3D-fähigen Home-Receiver, AV-Receiver noch eher dünn gesät sind. Ja? Man muss die Lautsprecher installieren. Die Firmware-Updates für die AV-Receiver sind nicht so das Problem, da gibt es schon einige große Namen. Aber okay, deswegen durften wir es nicht offiziell draufschreiben, aber ihr wisst es jetzt, im letzten Jahr und im heurigen Jahr ist tatsächlich ein Auro 3D-Track drauf. Das heißt, wenn man da den 5.1-Ton abspielt und man hat einen Receiver, der den Auro 3D-Decoder drauf hat, dann kann man das tatsächlich in 9.0 dekodieren. Und ich spiele morgen auch vom Neujahrskonzert wieder einen, also das ganze Konzert wird sich nicht ausgehen, aber ich glaube, ich habe so 75 Minuten, wo ich einen Großteil auch des heurigen Neujahrskonzertes vorspielen werde, auch in 9.0. Besonderheit, die Wiener Sängerknaben haben heuer auch wieder mitgesungen, die stehen da so auf der Orgel, Empore oben, also wirklich in der Höhe. Und das habe ich noch zusätzlich dann eben in die Höhenkanäle hineingemischt. Das kommt schon sehr lustig, muss ich sagen. Ja. Also das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Vor allem für mich auffällig ist bei Auro 3, also bei, wenn wir jetzt die dritte Dimension dazugeben, wie sehr sich der Klang wiederum ändert. Ja. Das kennen wir alle von Stereo auf 5-Kanal, hat sich der Klang schon signifikant geändert. Und das ist jetzt wiederum so ein Schritt. Ja. Wenn man jetzt die Höhe dazu gibt, klar, es wird räumlicher und das ist eh klar, aber es ändert sich auch wieder der Klang und man ist noch einen Schritt wieder näher an einer besseren Illusion der Wirklichkeit. Ja. Also ich scheue Ausdrücke wie authentischer Klang oder solche Dinge, weil was ist schon wirklich authentisch? Ja. Ein Mikrofon hinstellen ist schon künstlich. Ja. Aber sagen wir mal, die Illusion der Wirklichkeit wird noch besser. Und das merkt man schon bei Auro 3D, finde ich jetzt beim Neujahrskonzert recht deutlich, bei so Sachen auch wie Applaus dann, ja, Radetzky-Marsch und solche Dinge, das kommt schon sehr, sehr lustig. Ja. Also, die heurige Blu-ray kaufen, ins Auro 3D-Heimkino und los geht's. Ja. Schauen wir mal, wohin das führt. Ja? Also wie gesagt, letztes Jahr hat es schon gegeben und heuer hat es eben wieder gegeben. Heuer finde ich besonders spannend, nicht nur weil der Dirigent, finde ich, auch wieder exzellent war, Maris Jansons, er hat das super gemacht wieder heuer, aber auch wegen dieser Wiener Sängerknabengeschichte. Die Reise in Immersive Audio ist im Gange. Ja? Die Firmen wollen uns natürlich mehr einreden, als wir tatsächlich in der Lage sind zu schlucken. Gerade im Broadcast-Bereich wird noch viel Wasser die Donau runterfließen, bis wir da irgendwas machen werden. Das sind natürlich jetzt Einzelaktionen. Ja, Neujahrskonzert in Auro 3D, das mache ich heute, weil ich dabei bin und weil es lustig ist und weil ich die Kollegen kenne. Und deswegen machen wir es jetzt zum 5. Mal, damit wir halt auch Erfahrung sammeln. Aber es gibt keinen Auftrag vom ORF, bitte produziert Auro 3D, wirklich nicht. Ja. Also da wird noch viel Zeit vergehen, bis wir da ein bisschen was machen werden. Ich glaube, dass es ein Nischenprodukt auch bleiben wird, ja, wenn wir die heutige Fernsehlandschaft und so weiter uns anschauen werden. 5.1 ist schon ein Nischenprodukt, ja. Es gibt ein paar Bereiche, wo es gut etabliert ist, aber schauen wir mal. Wohingegen ich so Binauraltechniken, Virtualisierungen, gebe ich größere Chancen, weil das wird irgendwann einmal alles mit guter Qualität am iPhone laufen, am Smartphone. Ja. Da sind wir nicht mehr sehr weit davon entfernt. Ein paar Jahre noch, ja. Prozessorschub müssen wir noch machen und die Aufbereitung und die Personalisierung der Virtualisierungslösung, ja, dass es wirklich die eigene Ohrkurve gemessen wird, einfach und simpel. Wenn wir das gut geschafft haben, dann glaube ich, ist dem relativ viel Zukunft gegeben. Ja? Weil jeder hat ein Smartphone, die hören alle mit Kopfhörern, wenn man zum Beispiel mit der Kamera einfach sein Ohr abfotografieren kann und automatisch wird die HTF berechnet und dann hat man sozusagen die personelle Virtualisierung. Vor 5 Jahren haben wir gedacht, das werden wir nie schaffen. Ja? Das fängt jetzt schon an, da kommen die Ersten schon mit Lösungen. Ja? Also daran wird tatsächlich gearbeitet. Ja? Was ist das Zugpferd auch? VR natürlich, Virtual Reality. Ja? Da sind sie jetzt auch langsam so weit, dass man das vielleicht annähernd brauchbar machen kann. Ja? Das war vor 10 Jahren auch noch nicht möglich, aufgrund der fehlenden Prozessorleistungen. Da kommen wir jetzt langsam hin. Mit dem steigt eben auch wieder das Interesse an so Techniken wie Ambisonics, Binauralisierung und so weiter. Ja? Schauen wir mal. Also, Happy New Year. Happy Dinner, sorry. Dankeschön, danke.